Ihr habt euer Samsung Galaxy S9 ausgepackt und nun wollt ihr es benutzen. Das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich die SIM-Karte einzulegen. Doch wie geht das eigentlich? Wie ihr die SIM-Karte einlegen könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute legen wir gemeinsam die SIM-Karte in das Samsung Galaxy S9 ein. Beim iPhone befindet sich ja meistens der Schuber auf der Seite, beim Galaxy S9 und vorherigen Version befindet es sich oben. Wenn wir das jetzt einmal nach oben drehen, dann können wir hier sehen, dass sich hier ein kleines Löchlein befindet. Hier ist quasi die Möglichkeit, wo ihr die SIM-Karte einlegen könnt. Nur, wie bekommt ihr diesen Schuber raus? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit befindet sich direkt in der Verpackung von eurem Samsung Galaxy S9 und zwar genau in diesem kleinen Schuber hier. Hier befindet sich ein SIM-Karten-Ejector. Wie ihr sehen könnt, ich hole den mal einmal raus, hat der hier eine spitz zulaufende Metallnadel und mit dieser könnt ihr quasi direkt in das Löchlein reindrücken, bis sich hier dieser Schuber leicht löst und dann könnt ihr das Ganze auch rausholen. Eine zweite Möglichkeit, falls ihr den Schuber nicht findet, nicht benutzen wollt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, könnt ihr natürlich auch eine einfache Büroklammer benutzen. Die biegt ihr einmal auf, sodass auch nur noch diese Spitze rausguckt und dann auch wieder reinstecken und leicht drücken und dann öffnet sich der Schuber. Interessant ist natürlich, dass ihr auch den SIM-Karten-Ejector von Apple benutzen könnt. Also wenn ihr oder jemand anderes noch ein Apple-Gerät haben solltet, dann kann man quasi auch den benutzen. Natürlich, wir drücken da einmal drauf und dann kommt der Schuber raus. So sieht dieser Schuber aus. Der ist relativ lang, das hat aber auch einen speziellen Grund. Und zwar liegt es daran, weil man in das Galaxy S9 nicht nur eine SIM-Karte einlegen kann, sondern zwei. Oder aber eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Diese Micro-SD-Karte könnt ihr benutzen, um den Speicher von eurem Samsung Galaxy S9 zu erweitern. Wenn ihr also zum Beispiel nur eine 64-GB-Variante geholt habt, könnt ihr euch hier eine Micro-SIM-Karte reinlegen und schon habt ihr nicht 64 GB, sondern 128 GB. Das ist eine tolle Sache. Darauf warten ganz, ganz viele Leute bei Apple leider immer noch vergeblich. Grundsätzlich ist es wichtig, welche SIM-Karte ihr wo installiert. Wir sehen hier ganz klein geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, hier steht einmal SIM 1 und hier steht SIM 2. Das heißt, wenn ihr eine SIM-Karte habt, dann müsst ihr sie erstmal die erste quasi hier einlegen. Das, was ihr für eine SIM-Karte benötigt, ist eine Nano-SIM-Karte. Das ist aktuell die kleinste Variante und die könnt ihr auch gar nicht falsch einlegen. Denn wenn ihr das irgendwie anders versucht, dann wird das nicht klappen. Diese Einbuchtung, die ist genau dafür da, dass sie eben hier so reinpasst und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder zurückstecken. Wenn ihr eine zweite SIM-Karte haben solltet, dann könnt ihr sie eben hier reinstecken. Auch hier kann man nichts falsch machen. Das sieht dann so aus. Wir legen es also einmal richtig hier in den ersten Platz rein und schieben das Ganze dann wieder zurück. So, dann ist die SIM-Karte einmal installiert und ihr könnt euer Handy ganz normal benutzen. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.